30. Januar 1933, Deutschland. Adolf Hitler, der Führer der NSDAP, wird zum Reichskanzler von Deutschland ernannt und will die deutsche Herrenrasse im Rassenkampf zum Sieg führen gegen die als minderwertig eingestuften Völker, insbesondere die Juden. Nach der Machtübernahme schränkt das NS-Regime umgehend die Bürger- und Menschenrechte der jüdischen Bevölkerung ein und schließt sie schrittweise aus ihren Berufen, aus Betrieben und dem öffentlichen Raum aus. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verfolgt das Dritte Reich eine von Land zu Land unterschiedliche Politik, die von einer totalen brutalen Besatzung bis hin zur Kooperation mit kollaborierenden Regimen reicht. Nach dem Fall Frankreichs im Mai 1940 wird das Land im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens, das Frankreich im darauffolgenden Monat mit Deutschland unterzeichnet, in besetzte und unbesetzte Zonen aufgeteilt. Als die deutschen Truppen im November 1942 den unbesetzten Teil von Vichy, Frankreich, übernehmen, wird ein Mann nach Lyon geschickt, der damaligen Hauptstadt des Widerstands, der die Aufgabe hat, die Résistance zu zerschlagen und die Stadt von Juden zu befreien. Sein Name ist Klaus Barbie. Nikolaus Klaus Barbie wurde am 25. Oktober 1913 in Godesberg geboren. Seine Eltern Nikolaus Barbie und Anna Hees, beide Lehrer, heirateten ein Jahr nach seiner Geburt. Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914. Im selben Jahr wurde Barbies Vater zur deutschen Armee eingezogen. Er wurde bei Verdun am Hals verwundet und von den Franzosen gefangen genommen, die er für den Rest seines Lebens hasste. Er erholte sich nie wieder und wurde zum Alkoholiker, der seine Kinder misshandelte. Bis 1923, als er 10 Jahre alt war, besuchte Klaus Barbie die öffentliche Schule, in der sein Vater unterrichtete. Danach war er auf einem Internat in Trier, erleichtert, außer Reichweite seines gewalttätigen Vaters zu sein. Adolf Hitler und die NSDAP kamen im Januar 1933 an die Macht. Im Juni desselben Jahres starb Barbies jüngerer Bruder Kurt im Alter von 18 Jahren. Da auch Barbies Vater Nikolaus im selben Jahr starb, konnte der junge Klaus ein Studium nicht finanzieren. Nach dem Abitur ist er zunächst arbeitslos und entscheidet sich, einen halbjährigen freiwilligen Arbeitsdienst abzuleisten. In dem Lager wird Barbie zu einem fanatischen Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie. Der Reichsarbeitsdienst wurde eingerichtet, um die hohe Arbeitslosigkeit abzubauen, die Arbeitskräfte zu militarisieren und sie mit der nationalsozialistischen Ideologie zu indoktrinieren. Es handelte sich um den offiziellen staatlichen Arbeitsdienst, der in getrennte Abteilungen für Männer und Frauen untergliedert war, die bis zu 76 Stunden pro Woche arbeiten mussten. Die Organisation stellte auch Fördermittel für die Aus- und Weiterbildung armer Mitglieder bereit, damit diese einen Beruf erlernen oder einen Hochschulabschluss erwerben konnten. Die Erfahrungen im Reichsarbeitsdienst machten Barbie zu einem unerschütterlichen Unterstützer des Dritten Reichs. Im September 1935 wurde Barbie Angehöriger der SS und begann in deren Untergruppe, dem Sicherheitsdienst SD, zu arbeiten. Der SD war der Nachrichtendienst der SS, der für das Sammeln von Informationen über tatsächliche und vermeintliche Feinde zuständig war. Zu diesen vermeintlichen Feinden zählten unter anderem politische Gegner, Juden und Freimaurer. Der SD wurde zu einer der wichtigsten Informationsquellen des NS-Regimes über die jüdische Bevölkerung. Im Laufe der NS-Zeit nahm der SD eine immer wichtigere Rolle in der antijüdischen Politik der Nationalsozialisten ein. Die meiste Zeit seines Bestehens wurde der SD von Reinhard Heydrich geleitet, einer zentralen Figur in der Geschichte des Holocausts. Bei seiner ersten Anstellung wurde Barbie zum Vernehmungsbeamten ausgebildet, eine Rolle, auf die er später in seiner Karriere mit erschreckenden Konsequenzen zurückkommen sollte. Im Mai 1937 trat Barbie in die NSDAP ein und 2 Jahre später, im April 1939, verlobte er sich mit der Tochter eines Postbeamten, mit der er 2 Kinder hatte. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen. Der Feldzug in Polen endete am 6. Oktober desselben Jahres, als Deutschland und die Sowjetunion das gesamte Land aufteilten und annektierten. Die deutsche Invasion in Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden begann am 10. Mai 1940. Diese Länder wurden innerhalb von 6 Wochen erobert. Barbie kam am 29. Mai 1940 in Amsterdam an, unmittelbar nach der deutschen Besetzung der Niederlande, wo er bis März 1942 in der Zentralstelle für jüdische Auswanderung tätig war.
Barbie und seine Untergebenen waren verantwortlich für die Verfolgung von Widerstandskämpfern und Juden, insbesondere für diejenigen, die vor Kriegsbeginn aus Deutschland ausgewandert waren. Barbie war auch maßgeblich an der Verfolgung und Folterung von Freimaurern in den Niederlanden beteiligt und leitete persönlich Angriffe auf deren Logen. Am 11. Oktober 1940 verhaftete Barbie Hermanus van Tongeren, Großmeister der Freimaurer für den Großoriental der Niederlande. Im März 1941 wurde van Tongeren in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert, wo er 2 Wochen später bei eisiger Kälte starb. Am 1. April rief Barbie van Tongerens Tochter Charlotte ins SD-Hauptquartier und teilte ihr mit, dass ihr Vater an einer Infektion beider Ohren verstarb und eingeäschert worden sei. Als Barbie den Auftrag erhielt, 2 deutsch-jüdische Eisverkäufer zu verhaften, beschloss er, dass eine bloße Verhaftung als Strafe nicht ausreichen würde. Anstatt die beiden Männer festzunehmen, ermordete er sie an Ort und Stelle. Einen der Männer erschlug er mit einem Aschenbecher, den anderen erschoss er. Für seinen Eifer wurde er von seinen Vorgesetzten mit dem Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet. Bei einer anderen Gelegenheit wurde Barbie das Verdienst zuteil, über 200 Zionisten aufgespürt und ausgeschaltet zu haben, als er den örtlichen Judenrat mit einer List dazu brachte, ihm die Aufenthaltsorte von Hunderten von Juden zu nennen, die sich in Amsterdam versteckt hielten. Als ihm jüdische Ladenbesitzer während der Unruhen in Amsterdam im Februar 1941 Säure ins Gesicht schleuderten, wurden als Vergeltung über 400 junge jüdische Männer verhaftet und nach Mauthausen deportiert, wo die meisten von ihnen umkamen. Als die Gestapo 1942 einen Mann für die Leitung ihres Büros in Lyon, der Hauptstadt der französischen Résistance, suchte, war Klaus Barbie aufgrund seiner Verschlagenheit, seinen Sprachkenntnissen und seinem besonderen Eifer eine naheliegende Wahl. Für sein brutales Vorgehen gegen Juden und Mitglieder der französischen Résistance als lokaler Gestapo-Chef wurde Klaus Barbie als der Schlächter von Lyon bezeichnet. Er verhörte und folterte seine Opfer persönlich in seinem Hauptquartier, dem berüchtigten Hotel Terminus. Barbie war auch ein sexuell abartiger Mann, der die Frauen vergewaltigte, die er verhörte. Erna Paris schrieb in ihrem Bericht über Barbies Verhöre, die Frauen wurden immer nackt gefoltert, zum großen Vergnügen der Folterer. Barbie hielt sich 2 deutsche Schäferhunde. Einer wurde darauf abgerichtet, sich auf die Opfer zu stürzen und zu beißen. Der andere war darauf trainiert, nackte Frauen zu bespringen. Nach dem Krieg beschrieb Mario Blardon, der Barbies Verhöre überlebt hatte, wie Barbie versuchte, ein junges Mädchen von seinem Hund vergewaltigen zu lassen. Barbies berühmtestes Opfer war der Held des französischen Widerstands, Jean Mollard, den Barbie persönlich 3 Wochen lang täglich verhörte. Mollard wurde von Barbie und seinen Männern erbarmungslos gefoltert. Ihm wurden heiße Nadeln unter die Fingernägel gestoßen, seine Finger wurden durch den engen Raum zwischen den Scharnieren einer Tür und einer Wand geschoben und die Tür wiederholt zugeschlagen, bis die Knöchel brachen. Handschellen mit Schraubhebeln wurden Mollard angelegt und so lange angezogen, bis sie sich durch sein Fleisch bohrten und die Knochen seiner Handgelenke durchbrachen. Er wollte nicht sprechen. Er wurde ausgepeitscht und geschlagen, bis sein Gesicht nur noch ein unkenntlicher blutiger Klumpen war. Mollard weigerte sich, seinen Entführern irgendwelche Informationen zu geben. Mollard starb am 8. Juli 1943 auf dem Weg in die deutsche Gefangenschaft in der Nähe von Metz an den Folgen der Folter. Für seine grausamen Verbrechen und speziell für den Fall Mollard wurde Barbie von Hitler persönlich mit dem Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet. Er folterte auch Kinder. Simone Lagrange, eine sanftmütige Überlebende des Holocaust, deren Familie vernichtet wurde, erinnerte sich später an ihre Verhaftung zusammen mit ihrem Vater und ihrer Mutter am 6. Juni 1944. Von einem französischen Nachbarn als Juden denunziert, wurden Simone und ihre Eltern ins Gestapo-Hauptquartier gebracht. Barbie, der grau gekleidet war und ein Kätzchen streichelte, sagte, Simone sei hübsch. Er streichelte die Katze und ich, ein Kind von 13 Jahren, konnte mir nicht vorstellen, dass er böse sein konnte, weil er Tiere liebte. Ich wurde 8 Tage lang von ihm gequält. In der darauffolgenden Woche holte Barbie Simone jeden Tag aus der Gefängniszelle, zerrte sie an den Haaren, schlug und trat auf ihre offenen Wunden ein, um Informationen von ihr zu erhalten. Eine andere Überlebende, Lise Lesevre, erinnerte sich daran, wie Klaus Barbie sie 1944 9 Tage lang folterte, sie schlug und in einer Badewanne fast ertränkte. Sie erzählte, wie sie an Handschellen aufgehängt wurde, die mit Stacheln gespickt waren, und mit einer Gummistange geprügelt wurde.
Man befahl ihr, sich nackt auszuziehen und in eine mit eiskaltem Wasser gefüllte Wanne zu steigen. Ihre Beine wurden an einer Stange über der Wanne festgebunden und Barbie zog an einer Kette, die an dieser Stange befestigt war, um sie unter Wasser zu tauchen. Während ihres letzten Verhörs wurde ihr von Barbie befohlen, sich flach auf einen Stuhl zu legen, um sie mit einer dornenbesetzten Stahlkugel, die an einer Kette befestigt war, auf den Rücken zu schlagen. Dadurch wurde ein Wirbel gebrochen, eine Verletzung, unter der Lise Lesevre für den Rest ihres Lebens litt. Ennard Leger, eine andere Überlebende, sagte aus: Klaus Barbie hatte die Augen eines Monsters. Er war ein Wilder. Mein Gott, er war ein Wilder. Es war unvorstellbar. Er schlug mir die Zähne aus, riss mir die Haare vom Kopf. Er steckte mir eine Flasche in den Mund und presste sie so lange in mich hinein, bis sich meine Lippen unter dem Druck spalteten. Eines von Barbies berüchtigsten Verbrechen war die Deportation von Jugendlichen aus einem Kinderheim in Isieux in Südfrankreich. Ihre bisherigen Retter, Sabine und Miron Slatin, hatten die Kinder in einem abgelegenen Bauernhaus im Rhonetal versteckt. Die Kinder, die meisten von ihnen Einwanderer, waren zwischen 4 und 17 Jahre alt. Ihre jüdische Identität war ein streng gehütetes Geheimnis und in den offiziellen Aufzeichnungen wurden die jungen Leute nur als Flüchtlinge bezeichnet. Am Morgen des 6. April 1944 führte Barbie eine Razzia in der Kinderkolonie durch und nahm 44 Kinder und 7 erwachsene Betreuer fest. Ein Zeuge der Razzia erinnerte sich später: Es war Frühstückszeit. Die Kinder saßen im Speisesaal und tranken heiße Schokolade. Ich wollte gerade die Treppe hinuntergehen, als ich 3 Lastwagen in der Einfahrt sah. Meine Schwester rief mir zu: Das sind die Deutschen, rette dich! Ich sprang aus dem Fenster. Ich versteckte mich in einem Busch im Garten. Ich hörte die Schreie der Kinder, die verschleppt wurden, und ich hörte die Schreie der Nazis, die sie wegbrachten. Sie warfen die Kinder in die Lastwagen, als wären sie Kartoffelsäcke. Die meisten von ihnen weinten und waren verängstigt. Aus Angst vor einem Eingreifen der örtlichen Behörden veranlasste Barbie die sofortige Überstellung der Kinder in das Durchgangslager Drancy. Miron Slatin und 2 der ältesten Kinder wurden schließlich nach Tallinn, Estland, geschickt, wo sie erschossen wurden. Die übrigen Kinder wurden nach Auschwitz deportiert, wo sie sofort vergast wurden. Ein Auschwitz-Überlebender sagte später aus, was mit den Kindern geschah. Ich habe mich gefragt, wo sind die Kinder, die mit uns gekommen sind? Im Lager war kein einziges Kind zu sehen. Dann klärten uns diejenigen, die schon eine Weile dort waren, über die Geschehnisse auf. Seht ihr den Schornstein, aus dem ständig Rauch aufsteigt? Ihr riecht den Geruch von verbranntem Fleisch? Es wird angenommen, dass Barbie insgesamt für die Hinrichtung oder Ermordung von über 4000 Personen und für die Deportation von 7500 Juden verantwortlich war, von denen die meisten in Auschwitz umkamen. Barbie verließ Lyon im August 1944, nur einen Monat vor der Befreiung der Stadt durch die US-Armee. Er schlug sich nach Deutschland durch, wo er bis zum Ende des Krieges an den Kämpfen teilnahm. Nach dem Krieg erhob die französische Regierung Anklage gegen Barbie und sein Name wurde auf den Listen der gesuchten Kriegsverbrecher veröffentlicht. Obwohl Barbie mindestens 2-mal in Gewahrsam genommen wurde, wurde er nicht erkannt. 1946 lebte Barbie unter falschem Namen in Marburg und arbeitete mit einer organisierten Gruppe von Nazis an der Bildung einer neuen deutschen Regierung. 1947 wurde Barbie von einem Offizier der US-Spionageabwehr des Counterintelligence Corps, CIC, aufgespürt, doch anstatt ihn zu verhaften, rekrutierte der Offizier den gesuchten Kriegsverbrecher als Informanten. Zwischen 1947 und 1951 versorgte Barbie die amerikanischen Dienststellen mit Informationen über den französischen Geheimdienst sowie über sowjetische und antikommunistische Aktivitäten in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland. Als die französische Regierung 1949 von den amerikanischen Behörden die Auslieferung von Barbie verlangte, war öffentlich bekannt, dass Barbie unter falscher Identität frei in der amerikanischen Zone lebte. Als die französischen Forderungen nach Auslieferung immer drängender wurden, verhalf der CIC Barbie dazu, mit seiner Familie über die Rattenlinie nach Südamerika zu entkommen, da der CIC befürchtete, dass Barbie zu viel über seine Geheimdienstoperationen wusste. Unter dem Namen Klaus Altmann ließ sich Barbie mit seiner Familie in La Paz, Bolivien, nieder. Während die französische Regierung Barbie in Abwesenheit vor Gericht stellte und ihn zu Tode verurteilte, etablierte sich Barbie als prominenter Geschäftsmann in La Paz. Mit engen Verbindungen zur bolivianischen Regierungspartei war Barbie nicht nur in der Schifffahrt, sondern auch im Waffenhandel tätig.
Im Laufe der nächsten 20 Jahre erhielt er die bolivianische Staatsbürgerschaft und einen Diplomatenpass, der es ihm ermöglichte, ungehindert nach Europa und in die Vereinigten Staaten zu reisen. Doch 1971 wurde er von den Nazi-Jägern Serge und Beate Klaasfeld in Peru aufgespürt, wo er damals lebte. 1972 starteten die Klaasfelds eine öffentliche Kampagne, um Barbie nach Frankreich zurückzubringen, wo er wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden sollte. Barbie kehrte nach Bolivien zurück, wo seine Verbindungen zum bolivianischen Militär Schutz vor Auslieferung boten. Nach einem Regierungswechsel und der Rückkehr zu einer demokratischen Regierung nahm die bolivianische Polizei Barbie unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung am 19. Januar 1983 fest. Zwei Wochen später wurde Barbie an Frankreich ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Zurück in Lyon wurde Barbie wegen der Deportation der Kinder von Isieux, der Deportationen nach Auschwitz und Ravensbrück im August 1944 und anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Umstritten ist, dass Barbie für die Verhaftung und Folterung von Jean Moulin nicht angeklagt wurde. Zu den Zeugen, die gegen Barbie aussagten, gehörten die 80-jährige Sabine Slatin, Gründerin des Kinderheims in Isieux, und ihre Mitbetreuerin, die 69-jährige Lea Feldblum, die einzige Überlebende der aus dem Heim Deportierten. Der Prozess gegen Barbie war ein großes öffentliches Ereignis, das in Frankreich eine intensive öffentliche Debatte über den Krieg, die französische Résistance und den Holocaust auslöste. Während seines Prozesses sagte Barbie: „Wenn ich vor dem Thron Gottes stehe, werde ich als unschuldig beurteilt." Am Ende des Prozesses im Jahr 1987 wurde Barbie für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Trotz seiner Verurteilung blieb Barbie ein reueloser und hingebungsvoller Nazi, der erklärte: „Ich bin stolz darauf, der Kommandant der besten Einheit des Dritten Reiches gewesen zu sein. Wenn ich tausendmal wiedergeboren würde, würde ich tausendmal dasselbe wieder tun." Klaus Barbie war 77 Jahre alt, als er 1991 in französischer Haft an Krebs verstarb. Es wurden keine Tränen für Klaus Barbie vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.